Ja. Da kennst du dich mit aus. Aber ich habe bei Fortnite habe ich aber auch immer Probleme mit Updates ziehen. Die dauern bei mir auch immer voll lange. Die Fortnite-Updates, ne? Auf der PS4 finde ich es ganz schön schlimm zum Teil. Jetzt wieder zu deiner Farm da hoch. Ah ja, genau. Naja, so eine Runde Pornhub zwischendurch ist auch nicht schlecht. Meinst du? Jedes Mal dasselbe zu sehen ist auch langweilig. Ach so, ja, da hast du recht. Das ist wie wenn du dir jedes Mal dasselbe Video anguckst. Irgendwann ist es langweilig. Profi-Kartoffel, grüße dich recht herzlich. Dir auch natürlich frohe Weihnachten. Ja, gleichfalls. Oh, guck mal, unser Team ist schon. Oh, wenn ich auf die Kartenkonstellation gucke, was bei uns in der Nähe ist. Dann haben wir hier die Aschgasse. Mein Gott, warum hängt denn das Spiel jetzt so? Haben schon Battle von 2 gespielt? Ja, Klärchen. Oh, die rennt wieder nicht. Ich muss glaube ich gleich mal den Skin wechseln. Das Arbeitsverweigern. Kann jetzt sein. Ein Fazit zu Star Wars Battlefront 2. Gutes Spiel mit Luft nach oben. Also wenn mich einer fragen würde, wenn du eine blaue Schrotflinte haben willst, hier bei mir ist eine. Ich hab eine. Ich brauch den. Okay. Wenn mich einer fragen würde, wollen wir heute Call of Duty spielen oder Battlefront 2, wird meine Antwort hundertprozentig Battlefront 2 sein. Ja, so klar bei dir? Ich bin schon am überlegen, mir einfach COD wieder hier zu verkaufen. Ich werde das glaube ich nicht mehr spielen. Du hast ja auch COD. Ja, ich werde aber mir die DLCs nicht kaufen, ja, und deswegen wird sich das auch nicht lohnen. Die Automatik, der Automatik-Sniper ist auch kacke. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Da hinten. Der geiert hier alles weg. Okay, dann kaufe ich mir das gleich, sagt er. Also wie gesagt, wenn du Star Wars Fan bist und auf einen guten Shooter stehst, der zwar ein bisschen Luft noch nach oben hat, aber immer noch in meinen Augen einer der besten Shooter ist, die jetzt rausgekommen sind dieses Jahr, kommst du in Star Wars Battlefront 2 eigentlich auch nicht vorbei. Kiste. Die Kiste des Grauens. Kann ich eigentlich den Pegel des Mikros noch hochdrehen? Frage. Weiß ich nicht. Guck mal, was passiert, wenn ich hier dran drehe. Ich glaube nicht viel. Egal. Oh doch, der Pegel ist ein bisschen lauter. Drück die Rüstung, let's go. Mach hinne. Na, 50 gegen 50 ist halt nicht der spannendste Modus, aber einer der witzigsten. Ich meine, jedes Mal 500 DP für nichts geschenkt bekommen ist halt auch, ne? Ja, man hat ein bisschen mehr Zeit zum Quatschen, ne? Wir könnten jetzt über Gott und die Welt reden, eigentlich. Ich meine, klar, ich denke, natürlich kriegst du mehr EP, wenn du 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 oder teammäßig weit kommst, aber. Gibt es eigentlich irgendein Spiel dieses Jahres, was in eurem Auge das Wort Spiel des Jahres verdient hat? Hatten wir das nicht letztens schon? Ich muss ehrlich sagen, müsste ich mir jetzt eine Liste raussuchen, um zu wissen,
um zu wissen, welche Spiele jetzt wirklich dieses Jahr erschienen sind. Also, weil ich habe die alle gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich hätte echt Probleme zu sagen, was das Spiel des Jahres sein kann. Weil so doll waren sie alle nicht. Weil 2017 Anfang ist ja nur Dingens erschienen, ne? Ist von Horizon ist ja nur der DLC erschienen, glaube ich, 2017. Ist Oder wann Horizon ist das schon Spiel von? 1,5 Jahre alt wieder oder was? Oder Ist weil Horizon Zero Dawn nicht dieses Jahr erst gekommen? wenn dann wäre für mich Horizon das Spiel des Jahres. Das muss ich jetzt gerade mal nachschauen, oder? Weil ich habe, glaube ich, letztens dafür abgestimmt. Ne, 28. Februar 2017. Dann ist für mich zur Zeit Horizon das Spiel des Jahres. Aber das kann natürlich nur ich sagen, weil das sage ich jetzt, weil ich es gezockt habe. Okay. Ist ja klar, dass du das jetzt zum Beispiel nicht. Da vor uns auf dem Wasser ist einer. Rechts neben uns 53. auch. Liegt. Erste Kugel 66. Da kommt der nächste hinter. Liegt. Alter, statt zu laufen, im Laufen zu springen, springt die immer und hört auf zu laufen. Ja, schlag ihn tot. Guck mal, ich habe 91 Schuss in der grünen Waffe und. Ne, jetzt habe ich nachgeladen. Okay, jetzt. Schüsse. Freitag der Kam in 13. unsere Spiel des Richtung. Jahres. Naja, gut, aber das Spiel wird nie Spiel des Jahres sein. Das, ich glaube, das steht noch nicht mal zur Auswahl. Legend of Zelda wäre bei mir auch ein bisschen oben. Ja, aber das ist wiederum ein Spiel, wo halt nur Leute wählen können, die es auch wirklich gezockt haben. War der noch nicht down oder was? Gut, ich habe Horizon Zero Dawn nicht gespielt. Ich finde es aber trotzdem ein gutes Spiel. Also ich muss sagen, dadurch, also grafisch ist einfach mega gut. Grafisch ist es hammermäßig. Und vom Kampfstil her, weißt du, es gibt ja auch Kampfspiele, wo dann das nicht so flüssig ist und alles, wo auch manchmal dann zwischen den Angriffen immer Pause ist und so. Und ich muss ehrlich sagen, das war hammermäßig gut, das Kampfsystem, obwohl ich jetzt das DLC noch gar nicht gespielt habe. Aber das fand ich schon. War das nicht irgendwie so ein Schnee-DLC oder so? Ja, Frozen Wilds, glaube ich, war das. Und die, weißt du, die Roboter-Tiere halt, wenn du nah bei denen warst, die waren halt so detailreich, ne? Das sah echt krass aus. Wie gesagt, ich habe es nie gespielt, aber ich muss jetzt sagen, dass ich es mir Und ja angeguckt dann, habe, ja. muss ich halt sagen, dass es echt ein gutes Spiel geworden ist. Und dann halt die Kämpfe gegen die großen Raubtiere, einfach nur krass, wirklich. Da ist dann auch so, ich hatte zum Beispiel einen Kampf, wo ich gegen zwei solcher wurmmäßigen Tiere kämpfen musste, Roboter kämpfen musste, die sich dann jedes Mal in den Boden eingegraben haben. Ey, die haben mich so zur Weißglut gebracht. Rechts neben uns ein Busch und auf 195 ist nochmal einer. Der eine ist Richtung Süden. Hinterm Dingensberg. Wo ich halt sagen muss, ja, ich finde halt Spiele, wo du zum Beispiel nicht direkt beim ersten Versuch immer alles schaffst, echt gut. Wir können ja schon über die Spiele nächstes Jahr reden. Was hältst du von, ja, ich werde es wahrscheinlich falsch aussprechen, aber wie heißt es, Enfin? Ja, von den Mass Effect Typen oder nicht? Ja. Oder verwechsel ich da gerade was? Ich glaube, das ist Mass Effect. Ja, ich glaube, das ist von den Mass Effect Machern,
wo du auch in so einen Raumanzug reinsteigen kannst, wie so Titanfall-mäßig, wo sie da in der E3, glaube ich, da runtergeflogen sind. Eher wie bei Ich Iron glaube, Man. hat auf jeden Fall, es sah auf jeden Fall ziemlich nice aus, muss ich ehrlich sagen. Auf Osten ist einer. Wird ja Ich mehr glaube, ein den siehst du gar MMO nicht. sein, so in der Art wie Division Das, mit Loot-System und das, so. das, 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 das Ganze weiß ich leider nicht, aber ich glaube, dass es ziemlich gut sein wird. Ja. Was gezeigt, er macht Lust auf mehr. Ja, 195 im Haus. Einmal getroffen. Anthem, ja, was gab's denn? Was ich auf jeden Fall auf der Liste habe, immer noch im Haus, ist hier dieses von Sucker Punch, von den Infamous-Machern, dieses Ghost of Tsushima oder sowas, Ach, dieses dieses, ja, genau. Samurai-Dingens. Dieses Open-World-Samurai-Spiel, das sah einfach mega. Und ich glaube, das kann echt interessant werden, wenn es gut umgeht. Und ich glaube, es wird gut, weil Infamous auch mega gute Spiele waren. Auf 120 oben auf dem Turm. Genau. Vor mir. Justin sind die Spiele Red Dead Redemption 2 hinter dir. In der Mitte ist auch noch einer. Ja, für Justin sind Red Dead Redemption 2 für Forrest hinter Ja, Ignite. bei Red Dead Redemption bin ich erstmal vorsichtig, weil ich nicht weiß, ob der Release wirklich feststeht oder nicht. Da muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, es wird ein gutes Spiel. Wie der erste Teil natürlich auch, aber Ja, klar. ich bin da immer noch ein bisschen vorsichtig, weil ich, genauso wie Far Cry, das wurde ja jetzt auch wieder einen Monat hier Verschoben, ja, auf verschoben. März, ne? Ja. Hier bei mir. Oben im Haus bei Und dir. das war ja nicht das Nicht. einzige Spiel, das von EA verschoben wurde. Noch irgendeins. Und dann gibt es EA? ja auch noch Ach Beyond Good ja. and Evil 2. Das wird ja tausendfach wieder verschoben. Ja, Beyond Good and Evil 2 haben sie auch angekündigt. Und wann das kommt, weiß ich auch nicht. Ich habe den ersten Teil nie gespielt, aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Spiel. Ja, für Forest ist auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Ja, er weiß nicht, bei mir ist es. Ich hab da nie. Obwohl, lass mal über die Spiele des nächsten Jahres in der nächsten Runde reden. Lass doch nochmal beim diesem Jahr bleiben. Das schlechteste Spiel für euch dieses Jahr. Ich weiß nicht, ich glaube, da teilen sich. Ich glaube, das belegt bei mir ein paar Spiele gibt's. Ja. Das mit dem Revolver stimmt. Muss irgendwie so ein paar mehrere Plätze besuchen, Fotos oder so davon machen und Naja, dann genau, kriegst du kriegst du einen irgendwie so ein, Revolver. aber das. Naja. Ich muss einfach sagen, dass COD für mich, auch wenn es erst spät rausgekommen, nee, Destiny, COD. Was gibt's denn noch? Haben For Honor dieses Jahr? Ja, Ich ne? weiß Februar, es, ne? ich glaube. Wenn For Honor dieses Jahr kam, ist For Honor bei mir auf der Liste mit den schlechtesten Spielen dieses Jahr. Oder sagen wir mal eher mit dem, wovon ich sehr enttäuscht bin mit der Umsetzung. Na, easy. 3-3 habe ich am Ende. Immer so eine gute Frage und weißt du, ob du den Überblick zu den ganzen Spielen davor noch hast am Ende vom Jahr.
Wenn, dann müsste ich echt mal auf der Konsole gucken, an den Trophäen oder so, was ich da gespielt habe.